Hallo Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge LS22 Forst Imperium. Es geht weiter in die nächste Runde. Wir sind noch bei den Mammutbäumen zugange oder wieder. Und eigentlich habe ich vor, hier die Sachen mal jetzt da wegen wegzuräumen. Ich kann die nicht in die Hand nehmen. Ich verstehe nicht warum. Ich hoffe jetzt einfach, dass die da jetzt nicht rumbacken, sondern dass die einfach zu schwer sind. Und ich die aber mit dem Bagger rumfahren kann. Aber ich glaube, das müsste gehen, ich bin einfach nur zu schwer. Wäre vielleicht doch cooler, wenn die Mulde ein bisschen näher hier stehen würde. Was wir vielleicht auch noch machen könnten, ist mal den Rungauflieger von der Straße wegzufahren, oder? Dann stehe ich schon wieder falsch rum, Alter. Wenn ich rückwärts fahre, fährt er rückwärts. Weisheit der Woche. Mann, jetzt habe ich das Ding in den Boden reingedrückt. Baggern im. Er guckt, er steckt wieder im Boden. Oder was heißt wieder? Er steckt im Boden. Warum, Alter? Deswegen brauche ich die Fräse. Aber wenn Baggerfahren echt genauso schwer wäre wie im LS, na, dann wäre das nicht so schön. Der einzige Unterschied ist, bei deinen lebensgefährlichen Manövern kann nichts kaputt gehen hier im LS. Das im echt halt schon. Ja, passt auf, dann zerteilen wir jetzt erstmal den Baum, dass wir da wenig Platz haben. Ich bin eh gespannt, wie das wird, wenn wir das wegfahren und häckseln. Ob wir das aus der Mulde rauskriegen. Da bin ich auch richtig. Bin ich auf jeden Fall sehr, sehr. Oh, ich. Ach, leck mich. Bin auf jeden Fall sehr gespannt. So. Wo hacken wir den durch? Ungefähr da. Nehmen wir das noch mit. Let's go. Perfekt, ey. Außer dass das Ding wieder sau schwer ist. Wie war das? Immer. Nee, 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 warte mal. Hinfahren? So nah wie es geht? Genau, hinfahren so nah wie es geht. Und jetzt schauen, dass wir das Zeug irgend. Boah. Aber so sieht es in echt auch immer aus. Ich sag's euch, wie es ist. So unrealistisch ist das gar nicht. Naja, vor den Rungenanhängern das zu stellen, ist halt auch nicht das Beste. Ach, hopp, weg mit dem Sarg, da liegt er. So. Auch mal dadurch. Machen wir lieber ein paar mehr kurze Stücke, dann ist es echt nicht so schwer, die rumzufahren, weißt du? Auch wenn es einfach nur sackschwer ist, aber. Alter, was haben wir da noch für Dinger dran?
Gleich in die Mulde damit. So, jetzt gib mal das hier wegstellen. So. Passt. Dann können wir hier noch ein bisschen Äste zusammen sammeln, bevor wir dann die Spitze noch rausholen. Aber du kannst schon so ziemlich mit einem Baum eine Folge rechnen. Wir haben ja letzte Folge, zum Ende letzter Folge haben wir angefangen. Haben noch ein bisschen Zeug wegfahren. Aber. Nicht wegfahren. Haben noch ein bisschen Äste zusammengesammelt, aber nichts. Nicht viel. Also brauchst schon. So ziemlich. Eine Folge brauchst du für einen Baum, bis der wirklich zerteilt ist. Jetzt, wenn du den natürlich noch auflädst, dann ist es natürlich noch mal ein bisschen mehr, was du da brauchst. Aber andere Richtung. Ich bin richtig gespannt. Ich glaube, der wird richtig verbuggt, wann der Container. Wenn ich. Guck mal, wie das schon da drüber sich so. Na, jetzt ist der runtergefallen. Ja, komm. Egal. Da kommt der Zug. Guck mal. Das, ich glaube, dass es mehr Sinn macht, wenn wir das mit dem Container einfach sein lassen. Ich glaube, das zerschießt uns irgendwann das Spiel. Da liegt auch noch Zeug, Alter. Dass wir einfach hier einen Haufen hin machen. Mit dem. Na, und das dann so weghäckseln. Vor Ort häckseln. Und nicht. Ewig lang in den Container schmeißen. Wir können ja später zum Schluss mal der Folge mal versuchen, das Ding aufzusatteln und zu gucken, was passiert. Weil dann würde ich nämlich fast sagen, anstatt dass wir jetzt da uns. Dass wir da jetzt irgendwie ein Selbstmordkommando machen. Mit dem Container, dass wir den, wenn es geht, einfach nur rüber ins See fahren, da kurz absatteln, dass das alles weg ist. Und danach das Zeug hier vor Ort vernünftig oder lieber mit dem Häcksler. Ne, das war ja der Verbuggte. Ja, lieber mit dem Häcksler dann zweimal. Oder so. Ist schwer. Gehen wir mal, ja. Mal wie das sich da schon so. Ich weiß nicht, dass, ob das so ganz ausgereift ist, das Thema mit Bäumen. Warum ist jetzt hier der Herzart? Weil, ja, doch. Nehmen wir den, das Aststück da noch mit. Ich weiß nicht, was diese Bäume da machen. Also auf jeden Fall irgendwelche Geisterbäume, die da. Die da irgendwie ihr Unwesen treiben. Zack, fupp, und da steht er wieder.
Ist ja schon die komplette Spitze, ja, ne? Muss, sonst hätten wir da mit von vornherein mehr abschneiden müssen. Ja. Bisschen lang geworden, aber ist halt jetzt so. Erstmal schön daneben krapschen, hopp rein da in die Innenansicht. Ich weiß nicht, wo fahren wir jetzt wieder hoch? Achso, über den Baumstumpf nur. Der werde mal die Zimmer mal raus, den Rogenwagen. Wir machen da schon wieder irgendwelche Experimente. Statt dass wir den einfach schnell rausziehen. Ja, dann wären wir ja trotzdem so weit eigentlich, dass wir sagen können, dass wir nächste Woche wieder in normalen Wald gehen könnten. Oder? Eigentlich schon, ne? Oh, das ist das Dach gewesen. Ja, lassen wir so drauf liegen. Weil ja, dann jetzt sind wir ja so weit, ne? Das ist jetzt nur ein weiterer Mammutbaum, aber naja, ist halt so. Heißt, passt mal auf, Freunde. Wir probieren das jetzt gleich mal mit dem Ansatteln. Aufsatteln von der Mulde. Schauen wir mal die zwei Dinger da noch. Oder wir kümmern uns nächste Woche darum, dass wir die Fräse hier hochbekommen. Das wäre vielleicht auch nicht so schlecht. Wir müssen die jetzt nicht wegfahren. Wenn die da erstmal liegen, dann liegen sie da. Ist mir auch wurscht. Jetzt probieren wir das gleich mal mit dem Ansatteln von der Mulde. Je nachdem, wie gut es funktioniert. Aber ich sag's euch echt, ja, guck, ich weiß halt nicht, ob der einfach festbackt oder ob der zu schwer ist. Jetzt. Ah ne, den kann ich in die Hand nehmen. Das. Objekt zu schwer, na gut. Ja, da müssen wir wieder Fräse drüber, weil die kleinen Scheiße, die. Sammle ich safe nicht mit dem Bagger. So, jetzt probieren wir mal unser Glück hier. Satteln das Ding mal auf. Am Ende war es eh das absolute Chaos jetzt gleich. Naja, anscheinend es funktioniert unerwartet gut tatsächlich. Ja, okay. Dann würde ich sagen, rotzen wir die Mulde noch gar voll hier. Beziehungsweise, wir lassen sie mal stehen. Und wenn wir halt dann da weitermachen, rotzen wir sie weiter voll. Ja. Dann wäre das nächste Fräse auf jeden Fall. Fräse wäre das nächste oder eins der nächsten Sachen. Hoppala. Und halt dann wieder umsetzen in den anderen Wald runter. Bin ja gerade am Überlegen, ob man nicht doch hier oben ready machen vorher. Brauchen wir den Bagger unten, weil dann
Spätestens zum Aufladen und Ablenken brauchen wir den mal wieder. Wir fahren jetzt in der Folge noch den Rungenanhänger runter. Und dann können wir anfangen nächste Woche, oder halt nächste Woche, wenn wir hier weitermachen, können wir entscheiden, ob wir mit Tieflader und Fräse wieder hier hochfahren. Oder ob wir das da oben gehen lassen. Uns den Fällerbündler kaufen und in unserem anderen Wald erstmal wieder Bäume umklatschen. Das könnt, entweder schreibt ihr in die Kommentare oder wir entscheiden das halt. Ich entscheide es am Anfang von der nächsten Folge nächste Woche. Jetzt fahren wir das noch schnell rüber und dann passt es. Folge ist eh zu Ende eigentlich, aber jetzt fahren wir das noch weg. Und dann Goodie. Aber schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr wollt. Fällerbündler kaufen und in unserem normalen Wald weitermachen. Oder Tieflader und Fräse schnappen, hochfahren und oben erstmal verkaufen. Baumstümpfe und kleine Ästscheiße weghäckseln oder wegfräsen. Alles zusammenbacken, oben sauber machen und dann erst im anderen Wald weitermachen. Weil das war jetzt auf jeden Fall erstmal der letzte Mammutbaum für bisschen. Dann machen wir erstmal wieder da weiter und dann können wir wieder wechseln. Weil ich habe jetzt Bock, hier wieder bei den normalen Bäumen weiterzumachen. Weil irgendwie funktioniert es, oder es fühlt sich so an, als wäre das nicht so ganz funktionsfähig, das Thema Mammutbäume mit den großen Ästen und so, dass die dann den Boden backen und so. Keine Ahnung. Und dann wäre das Thema Hackschnitzel, also unsere Abschnittstücke mal zusammenhäckseln, wäre ja dann auch noch eine Sache, die demnächst dann kommt. Da müssen wir dann eh mal schauen. Wir haben ja nur den Fendt. Oder wir bauen am Kutschenreuter hinten die Seilwinde ab. Dann könnten wir den. Ich weiß nicht, der wird schon genug. Oder hat er genug Power zum Häckseln? Müssen wir da mal schauen. Wegen halt, dass wir Mulde und dass wir nicht immer hin und her kuppeln müssen. Weil ich will aber ungern die Mulde mit dem Kutschenreuter fahren, weil der halt nur 40 fährt. Aber der wird schon genug. Wenn du die Seilwinde hinten abbaust, dann hat er ja auch Zapfwelle und alles. Und dann könnte der den Häcksler auch bedienen. Wir haben den Haufen müssen wir häckseln. Dann war da vorne irgend genau der hier noch. Den Haufen noch häckseln. Den da vorne häckseln. Und unten liegt ja auch noch ein bisschen was. Das müssen wir auch noch häckseln. Ja. Und dann geht's ja hier weiter. Dann haben wir das komplette Dreieck, hört uns ja. Und nach oben können uns das Grundstück ja auch. Da können wir ja dann auch noch ein paar Bäume wegfeuern. Ganz gut. Ja, genau. Das können uns ja bis hier hoch. Das ist ja ein bisschen was. Ich glaube, ich habe da oben auch irgendwann mal ein paar Bäume angesprüht. So Grenzbäume. Aber da kommen wir ja dann auch noch hin. Dann können wir die ja hier fast sogar mit dieser Seilwinde runterziehen. Wisst ihr, welche ich meine? Aber gut, alles Probleme der Zukunft. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, liken, abonnieren, kommentieren, ihr wisst Bescheid und bis zum nächsten Mal. Peace out. Ciao.